So, ihr wisst ja vielleicht gar nicht, was? Ist das so traurig jetzt? Oder? Ja, verstehe. Genau. Ja, der Hubert K. war nicht bei mir auf der Schule. Aber Nosi Katzmann war wirklich bei mir auf der Schule, egal. Ihr wisst ja gar nicht, was da hinten dann auch immer so für Überlegungen passieren. Ja, also wenn man so mehr als drei Texte in der Tasche hat, dann sage ich jetzt erst, boah, so Finale, vielleicht mache ich zum Schluss den Text, der euch so richtig einen in die Fresse haut, ja, wo ihr einfach nur still seid. Und dann dachte ich, ja, ich bin als Erster dran im Finale, nee, ist doof. Und dann dachte ich an, vorhin war so diese Sequenz, ein Text zum Klima und dann fing der nächste Text an mit im Flugzeug. Der ging dann nicht darum, der ging dann um die Mutter, glaube ich. Aber dann dachte ich mir, das kann ich besser als alter weißer Mann, ja, und mache einen Text, der einfach nur vom Fliegen handelt. Jetzt habe ich schon was verraten vorneweg, ist ein bisschen doof, aber egal. Immer, wenn ich mich zwecks Antritt einer Reise dem Flughafen nähere, fühle ich mich wie Martha, die Mastsau auf dem Weg zur Rügenwalder Fleischmühle. Zitat aus der gesammelten Online-Weisheit der Menschheit. Die Symptome der Aviophobie treten kurz vor dem Fliegen oder im Flugzeug auf, ach was, und umfassen schweißnasse Hände, Herzrasen, flache Atmung, Magen- und Darmkrämpfe, Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit. Generell tritt bei Betroffenen eine allgemeine Panik auf, die den ganzen Körper zu lähmen scheint. Zu Deutsch, ich habe Flugangst. Zu noch deutscher, Schiss vorm Fliegen. Oder wie ein befreundeter Pole einmal fragte, warum hast du so große Fliegenschiss? Für mich jedenfalls enthält der Ausspruch, nur Fliegen ist schöner, ungefähr die gleiche Aussage wie nur Fadenwürmer schmecken besser. Oder nur in Eberswalde ist mehr los. Da hilft es mir auch wenig, dass selbst der Dalai Lama unter heftiger Flugangst leiden soll, Reinkarnation hin oder her. Genauso wenig helfen mir Bücher wie »Warum sie oben leiden« oder »Endlich fliegen ohne Angst«. Letzteres übrigens vom gleichen Autor wie »Endlich Nichtraucher«, das bei mir auch nie Wirkung gezeigt hat. Spätestens vor dem Fliegen mit Angst bin ich auch immer endlich wieder Raucher geworden. Denn kurz vor dem Fliegen oder im Flugzeug schwankt der passionierte Aviophobiker zwischen zwei Verhaltensextremen. Erstens die penible Beobachtung und Verfolgung sämtlicher Fluggeräusche, Borddurchsagen, Wetterphänomene, Vogelschwärme, Barttragender Mitpassagiere mit ausgeprägten Nasen und an Bord betriebenen Elektrogeräte von einfach allem, was die sichere Katastrophe ankündigt. Wie also auch zu junge, zu alte, zu große, zu kleine, zu dicke oder zu hübsche Piloten und die gefährliche Nähe der Hochsteckfrisur der Chefstewardess zu den Deckenschaltern im Cockpit, wenn sie dem Piloten ein Getränk bringt und was trinkt der da bitte überhaupt? Das zweite Extrem ist die Ablenkung durch jede noch so sinnlose Beschäftigung, wo zunächst dem endlich Rauchen auf der Toilette auch das Verzehren von vollsynthetischen Flugmahlzeiten und das Trinken von Tomatensaft zählt. Oder woher kommt es bitte, dass man nie, aber auch niemals auf gottesfester Erde, auf der zu wandeln wir Menschen erschaffen würden, erlebt, dass jemand irgendwo einen Tomatensaft bitte bestellt? Dass aber spätestens jeder Vierte an Bord einer dieser titanenden Flugmaschinen des Satans das tut? Die zwei häufigsten Sätze in diesen geflügelten Metallzigarren sind, Entschuldigung, das ist mein Sitz und einen Tomatensaft bitte. Und ich bin mir sicher, dass man an der Bestellung dieses Getränkes die anderen Aviophobiker zu noch deutscher Flugschisser erkennen kann. Auch ich trinke ausschließlich in Flugzeugen Tomatensaft. Mit festem Boden unter den Füßen finde ich, selbst Fadenwürmer schmecken besser. Aber was tut man nicht alles? Ich beginne mit Aviophobiker-Strategie Nummer 1, der peniblen Beobachtung, schon im Terminal. Wo ist die Kiste? Nein, nicht die Hasenkiste mit den Propellern da vorne. Warum fährt man uns mit einem Bus über das Rollfeld? Will man nicht, dass irgendjemand den verrosteten Vogel schon vom Boardingbereich aus sehen kann? Und deswegen anfängt Panikhäufchen in der Wartehalle zu verteilen, wie eine Kohlmeise, die nicht aus der Turnhalle findet? Oder kann der Pilot etwa nicht ordentlich einparken? Von meinen Händen läuft Salzwasser, als hätte ich gerade mit ihnen ein Meer geteilt.
Was für eine Maschine ist es denn heute? Ein Airbus 320, der röhrt im Steigflug wie ein frisiertes 50-Kubik-Moped. Da weiß man wenigstens, dass noch alles tut, wenn es brummt. Eine Fokker 100? Da hört man gar nichts. Die schnurrt vielleicht wie ein glückliches Meerschweinchen. Ständig lausche ich in der F100 angestrengt, ob da überhaupt noch irgendwas läuft. Beobachte umso angestrengter die Tragflächen und Triebwerke. Je weniger ich höre, leckt da Treibstoff, ist das normal, dass die Klappe da wackelt? Eine Boeing 777, ganz schlecht. Weiß doch jedes Kind, dass deren 340 Tonnen bei der Landung viel zu wenig Räder zur Verfügung stehen. Und wer glaubt überhaupt noch, dass Flugzeuge aus Amerika irgendwas außer Bomben transportieren können? Sei es nun am Bauch und als Export oder im Bauch und als Import. Vielleicht bringen sie mich ja wieder zurück zum Terminal, wenn ich den dicken Kindern der amerikanischen Familie neben mir im Bus ein bisschen von meinem Kampf für den wahren Glauben erzähle und sie laut als fette, ungläubige Schweinespeckmenschen beschimpfe. Aber in den Knast will ich auch nicht, denn Klaustrophobie habe ich auch. Und deswegen lande ich doch an Bord. Es ist ein Airbus. Ein Airbus der Lauda Air. Eine nette und freundliche Airline eigentlich, aber im Bordblatt stolpere ich über die Namen von Lauda Airs Maschinen. Und das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber diese Namen standen da wirklich. Die, in der ich gerade sitze, muss da ein A320 entweder Ray Charles oder Frida Kahlo sein. Aha, die Wahl zwischen Blindflug oder lebenslangem Schmerz. Schön, das macht Mut. Ich verspüre Stuhldrang. Könnte ich bitte doch in eine der Boeings des Hauses umsteigen? Ich lese weiter. Da gäbe es dann unter anderem Falco, Frank Zappa, Freddie Mercury und Kurt Cobain. Ehrlich. Na gut, ich nenne die Modelle meines zukünftigen Automobilimperiums James Dean, Grace Kelly und Princess Di. Die Maschine rollt an. Wir starten gleich. Ich werde sterben. Vielen Dank.